Es ist kein Einzelfall, dass Menschen am Lebensende zu viel Therapie bekommen, also Übertherapie, die ihnen nichts nutzt. Gestern ist Professor Hecken, das ist der Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses, an die Presse gegangen. Er hat sich dazu geäußert und hat gesagt, dass Menschen bis in die letzten Lebenstage hinein Chemotherapie bekommen und das nutzt ihnen nichts. Der GBA hat eine Untersuchung gemacht, es wurden hunderte Patienten untersucht. Ein Teil hat sich freiwillig für Chemotherapie, ein Teil gegen Chemotherapie entschieden. Und es gab dann bei diesen vier häufigsten Krebsdiagnosen keine Unterschiede in der Überlebenszeit. Es gibt natürlich heftige Unterschiede in dem Leiden, denn mit Chemotherapie hat man natürlich Nebenwirkungen. Man ist öfter in der Klinik und ich sage es mal drastisch, das Konto des Krebsmediziners ist natürlich auch voller.